Hi und willkommen zu diesem neuen müllhaften Video. Neuer Hintergrund. Nein, die Kamera steht statt hier einfach jetzt da. Weil scheinbar gibt es um 4 Uhr am Nachmittag einfach kein Sonnenlicht mehr. Deshalb muss ich jetzt hier aufnehmen. Es tut mir nicht leid. Eigentlich wollte ich dieses Video passend zu Halloween hochladen, aber da hat das Semester wieder angefangen und hat mich absolut mit Infos zugeballert, weshalb ich mies im Stress war. Okay, es ging eigentlich klar. Ich habe mir mehr Stress gemacht, als ich eigentlich hätte haben sollen. Aber ich dachte mir, ist eine Spooky Season. Lass uns mal ein bisschen Spooky Content machen, wie damals bei Rebecca Wings Video, das wirklich absolut furchtbar war und wo ich mir dachte, wow, ich brauche jetzt erstmal eine Gehirnzellentransplantation von irgendwie Albert Einstein oder sowas, um wieder auf meinen normalen Stand zurückzukommen. Nein. Und wirklich, als hätte es das Schicksal mir befohlen, dass ich dazu jetzt ein Video mache, einfach weil mir es genau vor ein paar Tagen in die Empfehlungen reingespült wurde, mache ich jetzt ein Video über einen wirklich mildly verwirrenden Instagram-Account namens Prinz der Magie. Das ist der Kollege hier und er wird dich jetzt verzaubern. Nein, so funktioniert sein Insta-Account nicht. Aber er gibt dir f***ing Hexentipps des Tages, der Woche, des Jahres, was du machen musst, um glücklich zu werden, I guess. Klappt bei mir scheinbar ja nicht. Weil ich es auch nicht benutze. In der Bio seines Instagram-Accounts steht Ball, Schlüssel, Kette, Witch Medium Tarot, Schlüssel, Kerze. Was auch immer das mir sagen soll. Deshalb wollen wir mal ganz kurz schauen, was für wundervolle Tipps er uns geben wird. Und ich sollte vielleicht im Vorfeld sagen, wenn ihr an so etwas glaubt, dann schaltet am besten gleich ab, weil ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie mein Urteil dazu ausfällt. Ich kann euch sagen, wenn ihr an sowas glauben möchtet, ist okay. I don't give a fuck, ist nicht mein Leben. Aber sagen wir es mal so, ich sehe solche Sachen etwas kritischer, aber das werden wir gleich noch sehen. Fangen wir doch einfach mal an und meine Stimme crackt schon wieder mal. Optimale Voraussetzungen. Wusstest du, dass wenn du am 1. eines Monats Zimt in den Eingangsbereich pustest, dass das für finanziellen Wohlstand und finanzielle Sicherheit steht? Mein Hexentipp für heute, puste am 1. eines Monats Zimt in den Eingangsbereich. Also erstmal, das Wording ergibt keinen Sinn. Wusstest du, dass wenn du den Bums machst, warum auch immer, weil du drogensüchtig bist, hast wahrscheinlich den Zimt erstmal durch die Nase genommen. Wusstest du, dass das dann für Wohlstand steht? Ich denke, er meint, dafür sorgt. Gut, ich kann auch verstehen, weshalb es gewissermaßen für Wohlstand steht, weil du literally Gewürze in deinen Eingangsbereich verstreust und es einfach verschwendest. Aber ja, und lass den Zimt im Glas. Baller jetzt lieber, es wird die Weihnachtszeit. Uhu, twinkle, twinkle, little star. Nimm den Zimt und tu ihn in die Zimtschnecke rein. Finde ich zwar absolut disgusting, ich mag keine Zimtschnecken. Aber das ist eine sinnvolle Investition einer Packung Zimt. Ja. Und es wird auch für Wohlstand sorgen, weil, ja, eigentlich musst du nur mehr Geld für die anderen Zutaten ausgeben. Also, never mind, gehen wir weiter. Am Samstag, den 28. kommt die Mondfinsternis auf uns zu. Das kannst du unbedenklich durchführen. Deine Wohnung ausräuchern ist definitiv Pflicht. Auch etwas Salz vor die Haustür streuen darf gerne umgesetzt werden. Ritualkerzen dürfen angezündet werden. Und wenn du in die Zukunft schauen willst, ist das auch kein Verbrechen. Mein Hexentipp für heute, freu dich. Stell dir mal vor, du existierst einfach in deinem Ort oder wo auch immer. Und dann siehst du auf einmal einen Typen, der an seiner Haustür steht. Mit seinem fucking Handy, filmt sich und ist dann so, ja, schau mal, hier hast du Salz, das kannst du ja, gut vor deine Haustür schmeißen, weil das, was bringt. Und Ritualkerzen dürfen angezündet werden. Wow. Hätte nicht gedacht, dass der Mond so einen krassen Einfluss drauf hat, nur weil sich die Sonne denkt, I'm hiding behind the earth, wuhu, der Mond ist zum Teil verdeckt. Honey, das ist Astronomie, nicht Astrologie. Warum du am 28. Oktober lieber manifestationstechnisch und magische Rituale unterlassen solltest, erkläre ich dir jetzt. Zum 28. Oktober haben wir eine partielle Mondfinsternis in Kombination mit Vollmond. Das sind zwei Energien, die sehr extrem auf unser Gemüt schlagen können. Auch 2 bis 3 Tage vorher können wir das schon spüren. In Hand von Depressionen, Müdigkeit, Schlappheit. Also, wenn das wirklich die Symptome von fucking Vollmond und dergleichen sind, dann wäre jedes Mal fucking Vollmond. Zumindest für mich so. Nein, Spaß, so schlimm ist es nicht. Aber es kann auch sein, dass wir mit manchen Menschen jetzt nicht mehr klarkommen, weil unsere Energien extrem überfordert sind mit diesen Frequenzen. Wenn du kein Vollprofi bist, solltest du es unterlassen, an diesem Tag manifestationstechnisch oder magisch zu arbeiten. Ich empfehle dir lieber energetische Reinigung, alte Konzepte überprüfen, die du nicht mehr brauchst und löse dich von Menschen, die dich an deiner Entwicklung hindern. Mein Hexentipp für heute, achte bitte an diesem Tag genau auf das, was das Universum dir sagen möchte. Was ich mir ernsthaft bei solchen Videos sage, ist, Nummer 1, woher zieht er sich diese Infos? Wenn der es jetzt wiederum von jemand anderem hat, es muss doch irgendjemand am Ende dieser Kette geben, der sich einfach das sonst wo rauszieht, wenn ich es mal so visualisieren kann. Und kennt ihr auch solche Leute jetzt mal bezogen auf Sternzeichen, die dann sagen, oh, irgendwie funktioniert das nicht so zwischen uns. Ah, das muss daran liegen, weil du
Zwilling bist. Oder was weiß ich, irgendwas. Und so etwas mit dem Sternzeichen begründen. Also so, Entschuldigung, ich kann nicht mit dir umgehen, weil du bist ein Zwilling und ich bin ein Stier. Und das matcht einfach, das geht einfach nicht. Unsere Energien, die verfließen nicht ineinander. Das tut mir leid, es geht leider nicht. Das liegt nicht an deinem fucking Sternzeichen, sondern kann auch einfach daran liegen, dass du eine F*** bist. Oder dass es einfach persönlich nicht matcht, aber ich denke nicht, dass so etwas einen Einfluss darauf hat. Also ich finde es immer ein bisschen bedenklich, wenn Leute irgendwelche Sachen mit ihren Sternzeichen, mit irgendwelchen anderen Ritualen, die keine wissenschaftliche Basis haben oder keinen Beweis, dass das wirklich einen Einfluss hat, begründen und dann sagen so, ja, Entschuldigung, ich kann das heute nicht machen, weil ich habe hier halt jetzt gerade eine Mondfinsternis am Laufen und sorry, die messt gerade mit mir so rum. Krise. Wie kann man ein Profi in so einem Bums sein? Ja, ich bin überfordert mit, was du mir hier erzählen willst, Kollege. Zauber, um einen Feind festzunageln. Nehme dir eine Kerze, schreibe den Namen der Person auf die Kerze, stecke 4 Nägel hinein, zünde die Kerze an, lasse die Kerze komplett abbrennen, bis die Nägel von alleine hinausfallen. Nehme dir anschließend die Nägel und platziere sie zwischen Pflastersteine und nagel sie mit einem Hammer fest. Mein Hexentipp für heute, um eine Person energetisch festzunageln. Ich kann mir nicht erklären, wie jemand wirklich war, also das hilft. Das hilft so gut. Ich habe jetzt keine Probleme in meinem Leben. Auch hier wieder. Imagine, du existierst einfach in deinem Kaff, in einem 500-Einwohner-Kaff, wo eh der Dorftratsch am Ballern ist. Und dann siehst du jemanden, der so auf dem Boden chillt und sich denkt, ich hämmer jetzt meine Nägel zwischen Pflastersteine. I mean, ja, es gibt ja so sprichwörtlich oder wie auch immer man das nennt, diese Sage, dass so man nicht auf die Rillen zwischen Pflastersteinen oder auf Risse im Boden treten soll, weil das irgendwie Unglück bringt. Dann müssten wir alle mit 2 Jahren gefühlt sterben. So häufig, wie das passiert. So, tu's, wenn du drauf Bock hast. Also ich sag's mal so, gegenüber neuen Sachen bin ich nicht abgeneigt, neuen Theorien, in egal welchem Bereich des Lebens, wenn sie a. einigermaßen logisch und sinnvoll klingen und b. bewiesen werden können oder eben widerlegt werden können. Aber sowas ist so, als würde ich behaupten, ja, in meinem Haus spukt es. Weiß mir das Gegenteil. Du willst mit einem Ei in die Zukunft sehen? Nein. Du willst dich im Eingangsbereich vor bösen Energien und negativen Energien und dem bösen Blick schützen? Nehme dir eine Zwiebel, stecke 4 Nadeln hinein und platziere das Ganze so im Eingangsbereich, dass es niemand sieht. Mein Hexentipp für heute zum Schutz im Eingangsbereich. Oh mein Gott, herzlich willkommen bei Lukas DIY Craft. Aber mein, ich habe zwar nur eine Kartoffel, wird wahrscheinlich auch helfen, oder ich werde mich in einen Tyrannosaurus Rex verwandeln. So, dann nehmen wir hier die wunderbaren Nähnadeln. Dann stecken wir die hier rein. So. Und jetzt haben wir einen Quadrocopter als Kartoffel. Wie will man sowas vor allem unauffällig im Eingangsbereich hinlegen? Also ich weiß nicht, wie groß eure Hütte ist, aber bei mir, also ich habe halt, also ich, also nicht viel. Ja, da liegt sie jetzt auf dem Boden, neben meinen Schuhen und ja, ich kann es nicht glauben, dass ich jetzt eine ganze Kartoffel für so einen Scheiß verwendet habe. Wundervoll. Eins geben wir uns noch, weil mehr Energie habe ich wirklich nicht mehr für den Bums. Es gibt Menschen, die dir nur noch strack ins Gesicht lügen. Dann habe ich hier einen Hexentipp für dich, der garantiert wirklich verdammt gut hilft. Garantiert. Schreibe auf einen Zettel den Namen der Person, um die es sich handelt, die ihr Gesicht endlich zeigen soll, ihr wahres Gesicht, und steche eine Nadel durch dieses Papierchen. Soll ich das wieder... Soll ich das nachmachen? So, ich trenne mich hier einfach ein kleines Stück von ab. Ich hoffe, das ist jetzt nicht tragisch, dass da auf der anderen Seite vorher das Basisseminar Fachwissenschaft Französisch ist, aber ich will jetzt sicher kein ganzes normales Blatt Papier dafür ausgeben. So, jetzt soll ich einen Namen draufschreiben. Wen soll ich draufschreiben? Kann man das lesen? Da. Orange Man Bad. Und jetzt sollen wir wieder unsere Scheißnadel nehmen und das durchstechen, weil wir lieben Nadeln und wir lieben Tortur und wir lieben Akupunktur. Ich hoffe, ich steche mich jetzt hier nicht. Dann trägst du dieses Zettelchen bei dir nah am Körper und sobald du mit der Person in Kontakt gekommen bist, wirst du nach diesem Treffen bitte die Nadel wieder rausziehen und das Zettelchen verbrennen. Und die Nadel, die trägst du dann immer in deinem Geldbeutel bei dir zum Schutz gegen diese Person. Mein Hexentipp für heute. Aber gut, das geht jetzt ein bisschen schlecht, ne, wa? Anzünden werde ich das auch nicht, weil so wie ich mein Talent kenne mit Feuer und sämtlichen anderen Dingen, werde ich hier das ganze Haus anzünden und ich habe nicht mal eine Hausratsversicherung. Doch, ich habe eine Hausratsversicherung. Ich wollte euch nur verarschen. Aber wo ich euch jetzt nicht verarschen möchte, ist, ich komme jetzt mal ganz nah. Ein kleiner Tipp, wenn ihr euch finanziellen Wohlstand von allen Kräften dieser Welt beschützen wollt, wenn ihr diesen Kanal abonniert.
Ja, und damit war es das dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat der Bums hier gerade gefallen. Wenn nicht, I don't give a fuck. Falls schon, dann lasst eure Zwiebeln in eurer Küchenschublade und gebt mir vielleicht auch ein Abo. Oder aber auch nicht. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Depression.